kleine Heilung kriege von unserem Schleimboss. Und ein bisschen das Problem habe, dass ich keine Heilung mehr habe und niemand uns heilt. Die... Das Ding immer in der... in ihrer magischen Barriere ist und wir dann nichts hinkriegen. Stattdessen einen harten Mana-Trank bekommen. Und das war's. Was willst du irgendwann machen, ne? Irgendwann kann man nicht mehr. Irgendwann kann man... Oh, ja. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ja, lassen wir es einfach. Dann machen wir jetzt einfach mal ein bisschen so. Wir haben es jetzt ja gerade. Ja, ich würde mich freuen, wenn die nicht perma und ununterbrochen in ihren Modus da wäre. Das wäre natürlich wirklich sehr hilfreich, muss ich sagen. Aber die hat halt ständig das Ding um sich. Und da können wir nicht wirklich helfen dann. Lass mich da mal rein. Dann. Weißt du, die hat halt ständig das Ding da um sich. Ununterbrochen. Oh Mann, ey. Das war... So mag ich das nicht haben. So. Ja, wieder auf Vollboss. Ich werde zwar voll geheilt, aber wir dürfen ja auch nicht anders. Ich würde echt gerne die Chimäre angreifen, weil die auch echt hilfreich wäre, wenn wir die erledigen würden, aber... Ja. Na, endlich ist diese blöde Chimäre tot. Alter Huki. Jetzt können wir uns auf... Kann nicht wieder. Brauchen wir echt einen Heiler. Schnell wechseln. So, jetzt haben wir den blöden Trollboss hier auch gleich erledigt. Da kommt ein Jagdroboter. Ja, klasse. Warum ist denn da jetzt ein Jagdroboter? War der schon die ganze Zeit da? Ist das eigentlich unterschiedlich? Teilen wir uns die Konzentration? Teilen wir uns die Konzentration? Endlich. Meine Güte. Haben wir Kampfprobleme? Wir sind einmal gestorben. Bitter. Aber auch nur, weil diese blöde Chimäre halt permanent in ihren Ausweichding war. Aber gut, hier fliegen von uns auch ein paar Chimären rum. Strategy is the key to victory. Na, Gott sei Dank haben wir es geschafft. Gott sei Dank. Phew. Looks like we brought ourselves a bit of breathing space at last. Just goes to show you. Teamwork's what it's all about. You can say that again. Ah. Oh, look. Someone's coming this way. Well met, old friend. You escaped unscathed. Could it be? King Doric. I saw that a band of brave warriors had come to our rescue, but I never imagined that you would be at its head. You have delivered us from certain doom, and for that you have our undying thanks. Your bravery, your unwavering resolve, and your readiness to lead from the front line of battle must surely please the spirits. Do not shower me so with praise, elf. I shall turn red to the very tips of my ears. And yet... Your presence in far-flung Sylvia must surely bespeak some wider ill. Do you come to warn us, perhaps? The monsters run amok in other places in our realm, the capital even. I'm afraid so, old friend. Every corner of the land is affected. My companions and I journey in search of the cause, granting succor where we can. So, you're definitely elves, right? Well, where I come from, elves are wise and ancient. So, might you be able to shed some light on what caused all of this?
Since we first observed the change in our friends, we have been desperately combing the annals for clues as to the cause. Without success, I'm sorry to say. You mean you ain't got a Scooby, eh? Somehow I didn't think it would be just as easy as walking up and asking. Yes, I should have known. Nothing's ever that simple, is it? Wait, this monster. Do you mean me? I'm not a monster. I'm a Helix. Don't worry. I won't hurt you. No, you're not allowed. No one's allowed to touch it. My daddy gave it to me the last time I ever saw him. My apologies, little one. It's just that the crown you wear bears an uncanny resemblance to the Circle of Light. The Circle of Light? Long, long ago, two treasures were forged. In order that the forces of light and darkness might be kept in check. The brighter half of this fated pairing came to be known as the Circle of Light. The light shall make the midnight bright and drive all darkness from our sight. I had thought that were we to locate the circle, we might also find a means of curing the malady afflicting monster kind. So, is Helix's crown the Circle of Light, or...? No. Alas, it seems I was mistaken. I sense no great power within the trinket your companion wears. It is a convincing replica, no more. But it is real! It's a real-life treasure! I promise! Our course is clear. If there is even a chance that this Circle of Light could reverse our friend's transformation, we must find it. Right. And I'm willing to bet that if we do, we'll also find out what's behind all these sinister goings-on. Hey, why don't you two come along with us? Looks like we're all after the same thing and, you know, safety in numbers and all that. Besides, it looks like Helix has taken quite a shine to you. To be honest, I was just thinking how to break me up. To say goodbye to little Bluey so soon. Then it is decided! Let us venture forth as one and together solve the mystery of Monsterkind's madness. So then, what say you, friends? Well now, how could we possibly refuse an invitation like that? We're with you all the way, Your Majesty. So, yeah. Where to next? Ja! Wir müssen Jessica unbedingt mitnehmen. Das ist so Pflicht. Mal sehen, was sie Neues lernen. Oder was sie können. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Reif des Lichtes der Schlüssel. Die Frage ist, wie finden wir ihn? Ich habe genauso wenig Ahnung wie du. Ich habe normalerweise ein Näschen für Schätze. Aber in diesem Fall lässt mich mein Riecher im Stich. Wie überraschend. Wäre es eigentlich zu viel verlangt, wenn sich deine dämliche Begabung zur Abwechslung mal was nützlich erweisen würde? Hey, ist nicht meine Schuld, okay? Und meine Begabung ist nicht dämlich. Die hat mich zu dem Mann gemacht, der ich bin. Hey, beruhigt euch mal, ihr beiden. Noch ist nicht alles verloren. Wir wissen nicht, wo wir den Reif des Lichtes finden können. Aber ich habe eine Idee, wer uns auf den richtigen Weg führen könnte. Du sprichst von den Kindern des Lichts? Die was? Yes. Ein auserwähltes Geschlecht, von dem es heißt, dass ihm die Macht des Lichtes übertragen wurde. Klingt logisch. Kinder des Lichts, Reif des Lichts, leuchtet ein. Das eine mit den anderen zu tun hat. Wo können wir diese Lichtkinder denn finden, ne? Nun, das ist das Witzige an der Geschichte. Sie steht direkt vor euch. Was? Wie? Moment mal, ja. Sag mir jetzt nicht, du nimmst das, was dieser Umhang tragende Sonderling gesagt hat, für bare Münze. Bis er sie erwähnte, wussten wir nicht einmal, dass es sie überhaupt gibt. Ich fürchte, wir sind keine große Hilfe. Wir haben nicht die geringste Ahnung, wo der Reif sein könnte. Die ganze Aufregung umsonst. Aber falls Ayla recht hat, sind wir vielleicht schon auf dem richtigen Weg. Sind die beiden wirklich Kinder des Lichtes, wird sich ihr Pfad irgendwann mit dem des Reifes kreuzen. Ich bin froh, dass wir uns euch angeschlossen haben. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was als nächstes passiert. Jessica und Yangus schließen sich der Gruppe an. Ja, geil. Okay, ich würde auch gerne Yangus mitnehmen. Mal sehen, was sie können. Vielleicht können Heilung wäre vielleicht auch mal ganz hilfreich.
wenn irgendjemand da rumfliegt, der Heilung könnte und nicht nur Medici. Oder Helix. Die patente Peitschenschwingerin. Jessica ist eine peitschenschwingende Kriegerin, die mit ihren flächendeckenden Angriffen die Feinde scharenweise zu Fall bringt. Die Wirbelstürme, die ihre Peitschenknall auslösen, fegen über die Fieslinge hinweg und lassen Blitze auf sie niederfahren. Ziele damit möglichst auf große Gruppen. Der bekehrte Beilschwinger. Der Yangis ist ein kompaktes Kraftpaket mit einer riesigen Axt. Halte Düt oder Düt, wenn er sie schwingt, um damit noch mehr Schaden auszurichten. Deine Axt der Angst löst mächtige Schockwellen aus, soweit das Auge reicht. Setz damit Gegner in größere Entfernung außer Gefecht. Öffne das Menü und siehe die Aktionsleiste an, um mehr über Jessica und Yangis zu erfahren. Wir nehmen auf jeden Fall Jessica mit. Müssen. Geht nicht anders. Pflicht. Hat Gründe. Doppelseitige Karte. Natürlich. Natürlich kriegen wir eine Karte von der doppelseitigen Karte. Okay, flutschen wir mal hier rein. Hey, da ist er ja sogar. Der Dude. Well, hello. Hallo. And what can I do for you? Gruppe neu anordnen. Jessica? Da. Alright, let's go. Mensch, der ist sogar Level 21. Hypnopeitsche. Warum habe ich eigentlich gegen den ausgetauscht? Wollte ich gar nicht. So. To arms! Ach komm, ganz ehrlich. Zack. Und zack. Alright, es geht doch gar nicht anders, oder? Es geht nicht anders. Don't be a stranger. Es geht nicht anders. So, und Yangis und Jessica muss ich einfach mitnehmen, weil es die einzigen sind, die ich kenne. Ja, es sind irgendwie die einzigen, die ich kenne. Das ist schon bitter. So, dann wollen wir mal sehen, was wir denen ausrüsten. Die Mondangst. Vielleicht irgendwas. Nö. Ich frage mich, was die mit. Die Glibberpeitsche ist einfach für nichts. Okay, es gibt also jetzt auch neue. Es gibt hier alles. Es gibt so viel neues alles. Es gibt einfach neues alles. Kaufen. Was hast du denn Schönes? Kugel des Entrinnens. Achso, erhöht Ausweich. Oder? Diese Kugel lässt dich ausweichen wie ein wendiges Wiesel. Kann ich nicht gleich mehrere kaufen? Here you are. Nee. Na gut, okay, das wird ein bisschen teuer, aber wir sind halt auch sehr reich unterwegs. Und das lässt uns irgendwie mehr ausweichen oder so, keine Ahnung. Sehen wir dann, was es macht, ne? Das ist schon, ja. Ja. Zack. Und das ist wichtig. So, neue Waffen. Okay, nicht für uns. Ein Zauberschild für erhöhte Verteidigung können wir eigentlich auch mal kaufen. Nein. Warum nicht? Man können wir ja hier uns leisten. Ja, ja, ausrüsten. Ja, ausrüsten kriegt dann auch. Dann ist die Verteidigung ein bisschen höher. Be lucky. Be lucky. Ich weiß nicht, was die Alte da hinten von uns will. So, du hast garantiert willkommen auf der Suche nach interessanten Missionen. Mal sehen, was hast du denn? Jede Menge. Mal sehen, was wir davon. Nur auf die Kleen. Nehmen wir alles wieder an, ne? Weil vielleicht, ne? Happy Hunting. Man weiß ja nie. Und wenn wir ein paar Mini-Medaillen bekommen, dann haben wir dadurch ja auch nur gewonnen. Happy Hunting. Dann gucken wir gleich noch, was wir für Missionen erledigt haben. Happy Hunting. Ja, ja, ist ja gut. Gib mal Ruhe jetzt. Es grünt so grün. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Töten oder sowas ist. Oh. Ich darf keine mehr. Ich bin überanstrengt, ja, wenn du sagst. Oh, eine Sache haben wir wenigstens. So. Eine Sache haben wir geschafft. Das ist doch schon mal was. Well done.
Mini-Medaille, das ist gut. War sogar eine hier, da haben wir sogar auch schon die Bedingungen erfüllt. Das ist doch denn was. Ich dachte, wir können hier, naja, genügend machen. Aber gut, schade. Happy Hunting. Geschaffte Mission. Einmal Eisenerz. Geht das eigentlich weg, oder? Oder behalten wir das? Well done. Und ein Silberklumpen. Okay. Wird das jemals brauchen im Leben? Warte mal, halt. Wir können auch nochmal bei der alten gucken. Titel einfordern. Das habe ich geschafft. Da kriege ich was für. Okay, ich habe nicht wirklich viel geschafft. Congratulations. Eine Mini-Medaille. Dankeschön. Monster bekämpfen. Hier kriegen wir. Chimäre kriegen wir. Doktorschleim kriegen wir. Hier Trolle, Alter. Wer macht denn die ganze Zeit Trolle fertig? So. Dann gucken wir auch nochmal bei Mr. Mini-Medaille. Das ist der Alchemist. Mr. Mini-Medaille. 34. Mann, ich will hier irgendwas davon haben. Ich will hier Wunderschwert oder so. Ein Bogen. Wir haben noch keinen, der einen Bogen dabei hat. Meine macht halt ein bisschen, ne? Man kriegt Heilung, glaube ich, oder? Wenn das wirklich so stimmt, ne? LP-Erholung bei Angriff, 3%. Ja, das ist doch was. Aber dafür brauchen wir 53 Mini-Medaillen. Das habe ich nicht. Das habe ich einfach nicht. So, jemand sagt Danke. Ich habe da nicht wirklich viel von, aber okay. Da sind wir mal nicht so... Okay, da ist noch eine kleine Mission. Ich guck mal ganz kurz hier auf die Karte. Case brütet über die doppelseitigen Karte. Über die Glückskarte. Was? Glückskarte? Hain des Hüters. Okay. That's new. That's new. Was gibt es denn da? Das Streben nach Erheben. Diese Karte führt zu einem Wald mit fabelhaften Flora und Fauna, in dem sich alle möglichen Zutaten finden lassen. Besiege sämtliche Monster und spüre die Schatztruhen auf, die unbezahlbare Gegenstände enthalten. Und das hier, sind wir mal ganz ehrlich, ja. Jagdroboter, also ein Mickel. Und den Troll. Gehst du mal? Danke. And what can I do for you? Ready? So viel, was wir, wo wir auch einfach nicht das Zeug für haben. Choose wisely now. Wir haben halt auch einfach nichts dabei, ne? Wir haben überhaupt nichts. Wir haben Häschenschwanz, ja. Kürzere Einfrierzeit, ja. Explosion. Schaden gegen fliehende Monster, total sinnlos. Hauptsache er hat's angelegt, weißt du? Resistenz gegen MP-Entzug. Hilfe von Medici. Hemmung, Schlaf, Gift. Kein Zurückschrecken bei Angriffen. 0 MP, aber mehr Schaden. Nö. Kein Effekt durch sümpfigen Boden. Monstermedaillen heilen Kumpan. Na gut, das tun sie ja so auch schon, aber vielleicht immer. Keine Ahnung. Ach nee, warte mal. Monstermedaillen heilen. Nee, doch. Kumpan sind die Monster. Okay, denn würde ich aber erstmal sagen, welcome. Hier vielleicht irgendetwas. Diese Armschiene, Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn wir das wirklich brauchen, weiß ich echt nicht. Okay, ich würde aber sagen, wir machen jetzt erstmal Feierabend. Denn ich mache jetzt erstmal Feierabend und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir kein Feierabend mehr machen. Nein, wenn wir dann weiter reingehen. So, hier kriegen wir ein bisschen Geld. 33, letztes Mal war es weniger. Ist der Drop anders geworden? Muss ich kurz überprüfen. Und dann muss ich auch noch gleich nochmal mit der reden, aber. Ja, danke. Bitte rede nicht mit der Stuhllehne. Schmetterlingsflügel. Okay, der Drop ist anders geworden. Dann gehe ich da jetzt nochmal ganz kurz durchgucken. Ah, Wände. Pferdemist. Okay, der Drop ist immer noch Mist.
Diese Heilungsgegensteine können nur von nun an der Macht der Mittelheilung gesegnet werden. Okay, das können wir auch nochmal ganz schnell machen, weil wir müssen es sowieso machen. Heilungssteine. Segnen. Mittelheilung. Oh Gott, 500, ey. Was ist denn das Wahnsinns? Okay, das ist echt teuer. 500 ist echt teuer. Wir sollten damit nicht so verschwenderisch umgehen. Aber gut, bei den Bosskämpfen ist es halt doch sehr hilfreich, wenn wir das drin haben. So, dann heile ich nochmal ganz schnell, dann speichere ich und dann, ja. Sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn ich dann richtig pleite bin irgendwann. Weil langsam geht wirklich die Pleite um. Wirklich, die geht echt um. Kriegen wir eigentlich Geld zurück, wenn wir die Segnung wieder entfernen? Bestimmt nicht, oder? Einmal ihr zahlt, immer ihr zahlt. Das ist hier die Kirche, das ist, glaube ich, normal. So, wir speichern. Ich verabschiede mich. Heute ist übrigens der 5.1. Frohes neues Jahr, 2000 irgendwas, 20. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Also, haltet euch frisch. Ne? Okay, lass uns einmal gehen. Okay, bis zum nächsten Mal dann. Ne? Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.